So, Detlef Bierstedt ist jetzt hier bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat mit dem kleinen Interview mit uns. Ja, auch jemand, ich habe bei synchronkartei.de geguckt, über 2000 Sprechrollen sind mittlerweile zusammengekommen. Zwei kann man, glaube ich, nennen. George Clooney zum Beispiel, sehr oft gesprochen. Oder auch Jonathan Frakes, natürlich Commander Riker und X-Factor. Fangen wir mal mit George Clooney an. Im neuesten Film sprichst du ihn nicht nach langer Zeit. Wie kommt das? Ich habe das Synchrongewerbe aufgegeben. Ich habe einfach vor einem halben Jahr, oder vor einem Vierteljahr, glaube ich, erst, habe ich beschlossen, dass es mir einfach zu viel wird, weil ich sehr viele Hörbücher mache. Das mache ich nach wie vor, das mache ich auch sehr gerne, das mache ich auch weiter. Aber beides unter einen Hut zu bringen, ist einfach so mörderisch viel, weil man, wenn man erstmal drin ist, ich hatte versucht, die Arbeit zu reduzieren, indem ich gesagt habe, ich mache nur noch meine Feststimmen. Und dann dachte ich, dann wird es automatisch ja weniger werden. Wird es aber nicht, weil die drehen alle wie die Wilden. Die drehen und drehen und ich habe dann einen Auftrag nach dem anderen. Und dann machst du ab 10 morgens das Hörbuch bis 16 oder 17 Uhr. Und dann musst du, weil der Film muss ja fertig werden, dann musst du von 18 bis 22 oder 23 Uhr nochmal wieder ins Synchronstudio. Und da habe ich mir dann gedacht, irgendwann ist jetzt mal gut, ich bin 70 und dann kann man auch mal einfach mal sagen, ich habe es über 40 Jahre gemacht. Ich könnte es immer noch sehr gut. Aber es ist irgendwann mal, die Lebenszeit ist ja dann irgendwann mal verbraucht. Ich will ja auch mal ein bisschen für mich und für meine Frau da sein. Und von daher habe ich es jetzt. Und deswegen ist der neue Film mit jemand anderem. Genau, Martin Umbach, der ihn aber auch schon ein paar Mal gesprochen hat. Also es ist nicht ganz neu, aber du hast es lange Zeit gemacht jetzt. Deswegen ist ja immer auch die Frage, ob man den Zuschauern vielleicht damit ein bisschen vor den Kopf stößt, weil der ist halt die Stimme gewohnt und der wundert sich denn. Oh, das ist ja eine andere Stimme als sonst. Ne? Ja, das tut mir auch leid für die Zuschauer, aber es hat keinen Sinn, halbe Sachen zu machen. Weil es würde, natürlich sind die Zuschauer, die Clooney-Fans sind, enttäuscht. Und die aber von Jonathan Frakes genauso. Und die von Bill Pullman genauso. Und die von, was weiß der Geier, von wem alles, American Dad oder was da alles dazukommt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich spreche jetzt nur noch den Clooney weiter, dann würden die alle sagen, na, wieso machst du den weiter und den nicht? Und dann ist das einfach unfair. Ich finde es einfach eine saubere Lösung zu sagen, jetzt ist einfach mal das Etappenziel erreicht. Ich habe es jahrelang gemacht. Und der große Vorteil ist vielleicht, man hat aufgehört, wenn man es noch kann. Und nicht, wenn die Leute sagen, ja, der Johannes Heest, dass das Synchrons kommt, da an die wackelt. Ja, also ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, ich habe das sehr lange gemacht und das wird in dem Sinne auch zu viel. Aber ich finde dann interessant die Entscheidung, dass du dich gegen diese ja doch sehr prestigeträchtigen großen Rollen springst und dich für die Hörbücher entschieden hast. Also war das wirklich dann nach persönlich was, wo du noch jetzt vielleicht am meisten Lust und Motivation drauf hast, es zu machen? Weil Clooney ist natürlich der große Name und ein paar andere auch, ne? Ja, das ist die Entscheidung habe ich deswegen auch unabhängig von dem Namen getroffen, weil Hörbücher, da bin ich als Schauspieler unabhängig. Ich werde nicht fremdbestimmt, sondern ich schlage das Buch auf und lese es so, wie ich es empfinde. Und ich kann als Schauspieler frei entscheiden, welche Stimmung, welche Stimmlage ich der jeweiligen Figur, die da im Roman auftritt, wie ich sie gestalte, während beim Synchron bist du ja immer fremdbestimmt. Der Film ist ja eigentlich fertig. Wir müssen ja nur eine vernünftig gute Übersetzung hinkriegen. Und dieses Fremdbestimmtsein, ja, wenn man mit zunehmendem Alter hat man da nicht mehr wirklich unbedingt Lust drauf. Dann möchte man nicht immer von jemandem. Außerdem ist natürlich auch die Frage der Regie, die da hinten auch. Das heißt, da fängst du wieder an, ein bisschen geschmäcklerisch zu werden. Dann sagt er, na, ich hätte es aber gern so und so. Und ich denke, na, ich hätte es aber nicht gern so. Aber du bist ja da weisungsgebunden. Und beim Hörbuch bist du frei. Also du kannst dich frei entfalten, du kannst frei entscheiden und du kannst kreativ sein, weil du schöpfst ja das Leben in diesem oder verleihst den Figuren Leben durch deine Stimme, während beim Synchron musst du gut übersetzen und es muss auch lebendig und ehrlich klingen, aber es ist immer, das Kunstwerk ist ja schon fertig. Und deswegen ist man als Roman oder als Hörbuchinterpret ist man eben halt deutlich freier und ich lese für mein Leben gern. Es ist auch noch so, dass es sehr entspannt ist für mich, weil es einfach nur Spaß macht. Die Begründung überzeugt mich sehr. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du das dann viel reizvoller findest. Ja. Das heißt also, in der dritten Picard-Staffel, bist du da jetzt noch oder bist du da nicht mehr bei Jonathan Frakes? Jetzt bin ich raus. Ach so, okay.
Also komm, dann so müsste jetzt irgendwie eine neue Staffel kommen. Die hatten mich nämlich vorige Woche noch angerufen und wollten mir ja noch so mit Bestechungs... Naja, nee. Also sie meinte, die Gagenfrage ist ja, steht ja nicht zur Debatte. Wir können darüber reden. Like, darum geht es überhaupt gar nicht. Okay. Es geht darum überhaupt nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mehr Knete rausholen will. Sie haben ja sogar zugesichert, dass ich eigenständig arbeiten kann. Also, da kannst du auch alleine sein. Da ist auch keiner, der sagt, nein, es ist jetzt zu Ende. Ja, aber daran sieht man, wie wichtig denen das ist, weil sie genau wissen, weil nämlich die Fans natürlich... Ja, natürlich. Genau. Das kann ich auch. Ich kann es ja verstehen, aber was nutzt es den Leuten, wenn ich den Herzinfarkt gehabt hätte? Dann würden auch niemand anderen. Dann kommt jetzt, wo lange der Mann noch lebendig ist und wie lange wissen die Leute, dass ich ja noch arbeite, na, dann kannst du auch zu uns noch kommen. Nein, ich möchte es nicht. Es ist einfach mal zu Ende. Ja, Jonathan Frakes ist ja auch Kult mit dem X-Faktor natürlich geworden. Diese ganzen berühmten Sätze immer, ist es wahr oder ist es nur eine Lüge und so weiter. Da gab es ja auch nochmal eine Neuauflage vor einiger Zeit. Die hast du auch noch gemacht. Wie war denn das für dich nach langer Zeit, das nochmal wieder zu machen? Ach, das ist einfach ein Teil des Berufes. Das ist ja, ob ich jetzt Jonathan Frakes nach 10 Jahren nochmal wieder anfange zu sprechen oder irgendeinen neuen Schauspieler neu spreche. Es ist, man geht ins Atelier und ist ja eigentlich unbedarft. Man weiß ja nicht, weil man heutzutage ja die Filme vorher kaum sich noch ansehen darf. Also muss man sowieso innerhalb von Sekunden sich darauf einstellen, auf die Figur. Gut, böse, dick oder dünn, das musst du dann sehen und dann musst du es abnehmen von dem Kollegen, der da oben spielt. Und da spielt es keine, ist ja nicht das große Problem, sich jetzt wieder auf Jonathan Frakes einzulassen. Das ist eigentlich normaler Synchronalltag. Wir haben jetzt gerade in unserer Sendung Lost Highway besprochen, David Lynch, das war damals Bill Pullman, da hast du ihn gesprochen, genau. Ja, wie ist das als Sprecher ein Unterschied jetzt, wenn man Bill Pullman zum Beispiel in einer Komödie oder in so einem Psychothriller spricht? Oder stellst du dich einfach ganz spontan darauf ein, wie er in dem Moment spielt? Ja, es ist wirklich eine Sekundensache beim Synchron. Es funktioniert einfach nur auf gucken, was er spielt und auf vielleicht noch die Ansage des Regisseurs hinten, der sagt, er möchte ihn noch ein bisschen schräger und noch ein bisschen psychomäßiger oder sowas, aber in der Regel ist es einfach nur gucken, abnehmen, loslegen. Also es ist man kann sich da nicht längere Zeit drauf vorbereiten, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Man sieht den Take und dann muss man da einmal innerhalb von kürzester Zeit sich drauf einlassen. Gab es da mal irgendeine Rolle, die du als sehr schwierig in Erinnerung hast, wo du gesagt hast, oh, da bin ich an meine Grenzen gekommen, das war sehr, sehr schwer zu synchronisieren? Naja, also die Serie Max Headroom war ziemlich kompliziert, weil die Tontechnik war damals noch nicht ganz so ausgefeilt wie heute. Und Max Headroom, ich weiß nicht, ob Max Headroom euch was sagt, so... Von der Optik und von der Grafik her eine ganz wilde Geschichte damals, so teilweise schon animiert. Das war diese lachende Figur aus dem Fernseher, die sich immer den Kopf so bewegt hat. Ja, der hat ja dann immer so gesagt, hallo, hier ist Max Headroom vom Sender 23. Und das war ja, und da musste man aber, und der hat ja immer so eine Hacker drin gehabt, diese computerisiertere Figur da. Und die musste man dann immer mit so einer Pause sprechen, damit sie dann mit der Technik dieser Hacker... Max Headroom, musstest du immer in jedem Satz zwischendurch mal eine kleine Pause lassen, damit die dann, und das war dann schon ein bisschen kompliziert. Aber ansonsten sind die Rollen, natürlich gibt es sicherlich auch mal Figuren, die so viel Emotionen mit sich bringen, wo man sagt jetzt, oh Mann, das geht jetzt ganz schön unter die Haut, da ist es dann schon anstrengend, die Gefühlswelt nach außen zu bringen. Aber jetzt, das ist ein Teil des Schauspielberufs. Ja, wir haben mal Dietmar Wunder interviewt und der hat erzählt, dass es ganz, ganz schwer war, weil in Casino Royale gibt es eine Szene, wo Daniel Craig gefoltert wird auf so einem Stuhl. Und da musste er laut schreien und seinen Schmerz sozusagen rüberbringen. Aber so, dass er seine Stimme natürlich nicht ruiniert. Das war für ihn zum Beispiel eine ganz schwierige Herausforderung. Das stimmt. Ja, so eine Sachen hat man halt immer. Aber also für die Stimme sind eigentlich am anstrengendsten die Computerspiele. Weil da immer nur so ganz kurze Kommentare immer und dann aber in einer ziemlich großen Aggression und viel schneller als beim Synchron. Irgendwann ist ja immer zwischen jedem Take, muss ja die Schleife erst wieder anlaufen, dann kommt der nächste Take. Beim Computerspiel geht es immer hintereinander. Und wenn du dann immer so eine Figur hast und so ein Offizier, der dann immer ständig nur Kommando sagt, und nach vorne, und Deckung, und da. Und dann, oh, irgendwann sagst du, Kinder, wir müssen jetzt mal aufhören heute, sonst ist morgen hier die Kehle zu. Also das passiert schon. Aber gut. Wir sind hier ja auf einer Comic-Convention.
Und wenn wir jetzt Namen wie Clooney erwähnen, ist vielleicht der Größte eigentlich, aber ich glaube, hier kommen die Leute doch eher wegen dieser Genresachen. Die kommen sie nicht eher wegen Frakes oder Robert Englund und solchen Sachen? Oder wie ist das hier, wenn du hier den Fans gegenüberstehst sozusagen? Also ich würde sagen, 90% kommen wegen Jonathan Frakes. Also weil von Clooney hat hier noch keiner mit mir gesprochen über Clooney oder sowas. Oder so gut wie keiner, ja. Aber so gut wie keiner, also die kommen eigentlich wegen Jonathan Frakes, wegen der X-Factor-Geschichte vor allen Dingen. Und gar nicht mal so viel, was ich gar nicht so wusste, dass X-Factor so eine irrsinnig große Fangemeinde hat. Also viel größer als die Enterprise. Also das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Aber alle, die mir immer sagen, ja, X-Factor, sind damit groß geworden. Aber mit Enterprise sind sie eigentlich auch groß geworden. Aber X-Factor ist anscheinend mehr hängen geblieben. Erstaunlich, ja. Ja, Detlef Bier steht. Also als Mensch gesagt, Verständnis dafür, dass du Ruhestand halb haben möchtest. Als Fan natürlich sehr, sehr traurig, aber so ist es halt. Man wird nicht jünger und so ist es halt. Man hat doch seine Verpflichtung sich selbst und der Familie gegenüber und die muss man irgendwann endlich mal wahrnehmen, bevor es zu spät ist. Und du hast der Filmwelt jahrzehntelang ja einen guten Dienst geleistet, also da musst du dich ja nicht verstecken. Nein, ich denke schon, dass es so ist. Ich wurde auch nicht in irgendeiner Weise bösartig behandelt. Die Leute haben alle sehr groß den Hut gezogen und die Hochachtung mir entgegengebracht für die Entscheidung. Alle natürlich mit einem großen Bedauern. Das wäre auch ärgerlich, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn er da eigentlich, das hätte endlich auf. Aber nee, es war schon ein großes Bedauern, aber alle, es war nicht einer, der sagt, komm, das können wir nicht akzeptieren. Du musst, nein, es wurde nicht versucht, mich zu überreden, sondern es wurde nur sich bedankt, voller Hochachtung und es wurde mir für mein restliches Leben gut viel Glück gewünscht. Also das hat mich schon sehr gefreut, dass viele angerufen haben und sich nochmal vergewissern haben, ob es nicht wirklich richtig ist oder, aber es war eine Akzeptanz da. Und das fand ich sehr angenehm. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.